Herzlich willkommen zu Folge 40 von Die Siedler 2 History Edition. Wir spielen weiter die römische Kampagne. Wir sind in Kapitel bzw. Mission 5. Und wir haben hier Granit. Granit und Eisen. Und hier scheint Kohle zu sein. Also sicherlich nicht optimal, aber vier Felder kriegt er hin. Goldmünzen bitte nicht. Auch noch mal Stein. Ich denke, das Ziel muss halt wirklich sein, hier Zeug frei zu kloppen, dass wir Platz kriegen für Bauernhöfe. Dadurch Nahrungsmittel. Das hier ist ein riesiges Abbaugebiet, wie es scheint. Wir werden hier mal Kohlebergwerk bauen und hier Eisen. Granit. Wir haben hier Eisen. Eisen nehmen wir mit. Und drei Eisen. Drei Kohle. Ein Granit. Okay, da fangen wir auf jeden Fall schon mal an damit, Lebensmitteln. Meine, hier sieht es ziemlich mies aus. Scheint so eine Enge zu sein. Das heißt, ich werde hier Eisenschmelze bauen. Zwei Eisen schmelzen.
Das war es nicht, was ich möchte. Schlosserei. Schmiede. Ich möchte aber eigentlich noch eine zweite Schmiede auf Dauer. Machen das mal so erst, dass wir hier ein paar Spitzhacken am Start haben. Es kann sein, dass ich mich da jetzt gerade verrannt habe schon, weil ich zu viele Bergwerke direkt angeschlossen habe. Das war, glaube ich, noch nicht so schlau. Aber mein Plan ist auf jeden Fall, das hier alles abzubauen. Und dann kann ich da bestimmt nur mal Minimum zwei, wenn nicht sogar, wobei eigentlich bestimmt drei Bauernhöfe hinsetzen. Hier mal auch nochmal Stein. Brauerei müssen wir auch noch irgendwo hinsetzen. Und Brauerei ist was wir wirklich brauchen. Wie sieht es denn da aus? Wir haben 20 mal Bier. Wir lagern auf jeden Fall schon mal ein bisschen Getreide ein, das ist ganz nice. Das können wir mal hier machen wir das mal so. Granitbergwerke versorgen wir ein bisschen schlechter, weil wir Steinmetze haben. Machen wir erstmal so. So, jetzt wird hier ein bisschen transportiert. Weil hier unten, wenn wir das hier noch ein bisschen weggekloppt bekommen, dann können wir fast hier einen Bauernhof hinsetzen. Weil hier auch soll neu gepflanzt werden. Die haben erstmal ihren Zoll erfüllt. Okay.
Okay, hier stoppt es auf jeden Fall. Dann können sie da die Stämme direkt zu den Sägewerken hinhauen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Das ist doch alles sehr spannend hier. Ja, drei Eisen, drei Kohle und ein Granit. So, und dann haue ich erstmal. Ich weiß nicht so. Der Steinmetz ist, glaube ich, zu weit weg. Oder er kann nicht arbeiten, weil hier kein Platz ist, wo er die Sachen hinbringen kann. Das kann auch sein. Weil die können scheinbar noch gut reinlaufen. Wir machen das weg. Machen wir da einen Bauernhof hin. Von der Seite kommen wir. Mit der Wachhütte ran. Soll ja auch hier was frei werden. Ich probiere mal, ob wir das Totholz hier wegschlagen können und daraus Holz machen. Genau so hier. Können wir Holz machen. Also Baumstämme. Das sollte hier wieder reichen für einen voll ausgelasteten Bauernhof. Sieht gar nicht mal so übel aus. Spannend, was da alles an Fisch offensichtlich rausgeholt werden kann aus dem kleinen See. Allerdings, mich freut's. Wir lagern auch weiterhin. Okay, es schafft hier wohl das Wasser nicht rüber. Zur Bäckerei, das ist nicht gut. Das heißt, wir werden hier einmal einen Brunnen bauen, der hoffentlich funktioniert. Baumstämme liegen halt. Ne? So, das lassen wir nicht einlagern. Der Rest ist eigentlich erstmal egal. Und hier sagen wir, Nahrungsmittel bringen wir runter.
Weil wir wollen hier nicht reißen erstmal, ne? Also wir bauen hier nichts. Expandieren bauen. Diesmal möchte ich es lassen, dass wir ja alles durch die Gegend transportieren. Wenn wir eh schon alles scheinbar zugebaut. Der baut doch, der macht auf jeden Fall schon mal was. Dann machen wir da den ersten Steinbruch. Wir machen hier einen Steinbruch. Hier einen Steinbruch. Auf jeden Fall fleißig schon mal gebracht. Spitzhacken. Aber wir sehen hier ganz klar, also wir kommen hier nicht. Wir kriegen die Baumstämme hier nicht weg transportiert. Und der Fisch kommt auch nicht mehr durch. Bräuchte eigentlich schon fast eine Eselszucht, um da irgendwie ein bisschen was rauszubekommen, aber. Also scheint es zu gehen hier unten. Er findet zumindest irgendwas, was er abbauen kann an Holz. Da können wir noch einen Weg. Aber wir müssten eigentlich so vielleicht. Es sieht sehr unschön aus. Aber dann können jetzt vier Leute Sachen reintragen. Besonders schlecht gezogen der Weg. Machen wir hier nochmal das Holz weg. Hier ist alles voll mit Stein. Holy. Bin mir noch nicht sicher, ob der. Vielleicht war doch irgendwo ein Baum, den er schlagen konnte. Aber nicht die hier unten. Ja, ihr Lieben, wir versuchen hier fleißig alles kahl zu prügeln, was irgendwie geht. Abzubauen, einzulagern. Hier oben ist schon der erste drin, das ist gut. Es scheint jetzt hier auch voranzugehen. Das hier hat auf jeden Fall was gebracht, hier den Weg doppelt zu ziehen. Wenn wir dann eine Eselszucht haben, wird es sicherlich noch besser werden. Allerdings würde ich trotzdem erst Schweinezucht machen. Wie dem auch sei, vielen, vielen Dank fürs mit dabei sein, ihr Lieben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst euch gut gehen oder rein. Ciao, ciao.